Ja, das Donnern geht weiter hier auf den Donnergroll-Inseln bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Link sieht, naja, mit der Rüstung sehr lustig aus, aber der Lektorangriff, muss ich zugeben, der hat's in sich, hey, ne? Also entweder als Abschluss einer Kombi. Gut, jetzt klappt's gar nicht. Oder halt. So. Kann sich sehen lassen. Ja, ist gut, die sind natürlich die einzigen wahren Götter da oben, ne? Ist schon klar. Mann, oh Mann. So, jo, mein Prinzip hier beim Gebiet weitermachen, ne? Damit wir halt langsam, aber sicher mal dann noch Rollinseln abschließen können. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir waren ja vor Urzeiten schon mal hier, also was heißt Urzeiten? So 20, 30 Folgen her, wo wir schon mal hier waren und dann hier mal außersehen den Kapselspender mal aktiviert hatten. Viel weiter ging es noch nicht, weil wir nichts gesehen haben. Weil ursprünglich glaube ich hier runter noch und so, aber nee, eigentlich bin ich ja schon eher hier durch. Ne? Die Frage ist jetzt, nehme ich hier die Schiene oder gehe ich zu Fuß? Oder zu Fuß, ne? Und irgendwo ist noch ein Schrein, keine Ahnung wo. Kann ja auch ein Fluggerät bauen und nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Obwohl, jetzt ein Propeller-Ding, also könnte man doch ein bisschen was bauen, ne? Da komm. Sonst habe ich ja nichts, ne, in der Hinsicht. Sind oben? Achso. Ja gut. Lass es mal so. Wenn wir kurz darüber gehen. Die Tulins Hilfe. Das kann knapp werden. Also ich spreche wegen dem Regen, das ist das Problem. Kann irgendwie abrutschen? Nee, geht. So, wer bist du denn? Oh, ein Gamma. Nee, danke schön. Wenn das ein Gamma ist, dann fügt er mir ein bisschen zu viel Damage zu. Würde mir ganz kurz gerne mal umziehen. Andererseits, Elektroangriff wäre zwar schon cool, aber. Geht auch so. Wow, der hält nicht lange vor, oder? Ach, so ein scheiß Gamma-Viech. Hallo? Link, geh mal hoch da! Es ist zu spät, Kumpel! Aua! Ich glaube, da oben sind wieder ein Berserker. Er hat keine Bombe einsetzen, das ist das Problem gerade. Hey, ich hab getroffen! So ein Cheater! Au! Ja, einfach mir herumtrampelt. Tun ihm erst, wenn du mir hilfst. Komm, jetzt war Scheiß drauf. Vielleicht eine andere Waffe nehmen, die ein bisschen mehr Damage macht, nur ist das Problem. Ja, man sieht das Problem, scheiße. Was ist denn an dem Großschwert, ne? Aber die Kleinschwerter was hingetan? Haben die gar nicht mehr. Ne, ging schon kaputt, genau. Hey, Truhe gehört mir! Noch eine alte Karte, Dankeschön. Aber schon? Nö, noch nicht. Au.
von Grobian, ey. Ah, ich weiß auf die Richtung. Kannst du das auch, ne? Ja, schon schnell mit Richtung wechseln und so. Nein. Treffe dich mal nicht, Trottel. Ah, die ganzen Pfeile wieder einsammeln. Du, 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 du. Wollen wir hierher locken? Da bringt nicht viel, ne? Ist auch so ein Anium. Also so eine Technologie. Also, da ist schon eine. Ah ja. Natürlich, jetzt kommen wir trotzdem da zurück. Wo ist er? Also, macht er den. Fieser kleiner Wicht. Moment, runter da. Au! Immer in die Fresse! War mich gerade außerdem geheilt oder habe ich irgendwie. Ich hatte vorhin 4 gelbe Herzen, ne? Deswegen. Ja, natürlich! Du bist ein großer Macker, ne? Ich sehe schon. Jetzt reiß mal endgültig, ey. Jetzt machen wir es einfach so. Switch da kurz, weil Baum. Nein. Wegen den Bomben. Beziehungsweise wegen dem Strom. Ja. Will man in die Knie gehen oder was ist los? Auch eine Donnerrüstung aus, wobei ihm bringt bei dem Vieh gar nichts. Eigentlich jemand, der zu dem Zeitpunkt gar keine Donnerblumen hat. Vermutlich nix. Du. Oder darf eine bessere Strategie als ich? Das kann natürlich auch sein. Gut, die Synthese. Ich habe hier noch ein paar. Oh, also sind es gar nicht, aber hey, immerhin so ein Teil noch. Müsst ihr auch ausprägen, oder? Da geht auch ein Bonuseffekt drauf. Ist doch schön. Wer jetzt den dran lassen will, nee, weil es irritiert mich persönlich nur. Wenn ich es aus dem Rücken trage. Wenn sich das Ganze bewegt. So, Pfeile. Ah, schade, ich dachte, die Pfeile werden ja auch so angezeigt werden. Muss ich überall herumrennen und gucken? Nein, das war zu doof. Also. Den hätten wir schon mal. Sehr gut. Oh, weil irgendwo hier ist ein Schrein. Oben hier müsste der Kapselspender sein. Ja, genau, da waren wir schon. Da drin ist ein Schrein. Okay. Also ein Gegner. So, wenn man Kadi nicht sieht.
wie dreidimensional das Ganze hier ist. Ein 3D-Map. Also wenn mal Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom einen anderen Nachfolger bekommen sollte, ne, so ein 3D-Zelda mit so einer Open World, den hier hätte ich doch gerne mal eine bessere Map tatsächlich. Oh. Also bessere Map im Sinne von eben so einer 3D-Map, ne, wie bereits erwähnt. Aber ich komme hier hoch. Das ist das Praktische dran. Noch eine Ebene höher. Boah, warum gehe ich nicht sofort da hoch? Warum bin ich hier? Was bringt mir das? Ich da bin ich wieder. Ne, da geht's schon weiter, ne? Da kommt eigentlich ursprünglich von da hinten. Eine Ebene tiefer. Ja, genau, hier ist der Kappelspender. Wenn wir alles gefunden haben, haben wir da eigentlich schon alles gefunden. Ja, okay. Oh, eine Route. Nein, das war garantiert nicht. Geh weg, du doofe Route. Das haben wir dann ausgerüstet, Trottel. Okidoki. Boah. Hauptschlange war die damals schon. Ja, ich glaube schon, ne? Damals schon gesehen habe. Irgendwie war mir so, oder damals noch dachte, was ist denn das da unten irgendwie? Sieht's ganz seltsam aus. Könnte ich das hier. Kann ich hier wieder zurück, ne? Also das stimmt ja eigentlich schon, wenn ich jetzt sage, ich rede trotz allem alles soweit es geht von der Reihenfolge her mir ansehen und mitnehmen. Ja, von da hinten wird dann hergekommen. Ja, also hier hinten wäre dann eigentlich der Ursprung noch gewesen. Mal kurz dahin. Hui. Elektrofrüchte und ein toter Baum und Hitze. Ernsthaft, das geht so nicht? Ach, Menno. So, woran sollen wir dich jetzt packen, ne? Ah. Und der muss im Wasser bleiben, weil ich glaube nicht darauf rumturnen kann, ne? Oder hochklettern kann. Der Holz kann ich ja hochklettern. Bei den Dingern geht das aber nicht. Ui, das ist ein Quackelgangelegenheit. Ja, Michael hätte es auch besser machen können. Oh Gott, das wäre 10.000 Jahre später. Blitzwerfer, wenn es regnet. Klasse Idee. Ja, danke schön, Wetter. Okay, ansonsten. Da war ja die Rede von unten. Ich bezweifle, dass ich da von unten irgendwie hier rankomme. Darüber, da unten nochmal was. Huch! Achso. Tulin, tu deinen Job! Schieß! Danke! Okay.
Ja, sieht auch lustig aus. Kann ich denn da irgendwie direkt zum Schrein oder? Da überlege ich halt, ob da irgendwie jetzt so eine Art Wasser. Oh, wobei, das Wasser ist zu wenig. Als eine Art Wasserfall-Sprungtuch zu gelten. Moment, war ich da unten gar nicht? Ich meine da unten. Ah, nee, noch nicht, besser gesagt, noch nicht, ne? Ich bin ja hier drüben noch. Ein bisschen verwirrend, weil es sieht alles gleich aus. Wie soll ich mich denn da irgendwie orientieren können? Da drüben? Bisschen weit weg, ne? Ist noch nass, das Ganze. Da können irgendwie da hochkommen, ne? Oh. Servus. Scheiß Timing bei denen. Da ist es manchmal einfach, die Viecher auf Platz zu machen. Ich bin dein Herausforderer. Doof, haben beide getroffen werden. Ein Schild. Ein Synanium-Schild selber kann eigentlich nie schaden. Nehmen die mal nach. Was willst du tun, ne? Matthews Anim-Schwert. Ja, gleich. Ja, wobei, muss fast. Dass man noch der Schlag trifft hier. Au. So, komm. Nochmal. Hä? Nicht gut. Sag mal. Timing. Timing. Mann, Tulin, ich hol Timing.
Das ist doch kein Timing so. Tulin, der alte Spielverderber. So, warte mal, jetzt hat er hier wieder ein kleines Sonanium-Schwert. Nach Angriffsstärke natürlich auch Sonanium-Bauteil, in dem Fall ein Delta-Lide-Konstruktor. Oh yes! 23er Power! Kann machen! Ja, ich muss doch so rüber, ne? Weil sonst kommen wir nicht in den Schrein hinein. Also mit der Batterie zumindest. So, quasi was zusammenbauen. Was nicht so schwierig sein dürfte. Ich glaube. Ja, da müssen wir eigentlich schon alles zusammen haben, was wir brauchen. Zum einen. Ja. Yeah. Ganz simpel ein Brett. Da unten ist noch irgendwas. Ganz simpel ein Brett. So. Naja, theoretisch. Dann muss ich aber das Teil noch drauf packen und zwar in der Mitte, weil sonst habe ich das Problem, dass ich in der Kurve runterfliegen würde. So. Fall nicht mehr runter. Jetzt aber hätte ich vielleicht doch lieber mal noch ein besseres Brett drauf. Das Ding ist mir doch ein bisschen zu klein tatsächlich. Kannst auch vorne dran packen, ne? Das spielt ja keine Rolle. Eins haben wir drin, das sollte reichen. So, wenn hier schon die Rede von zweien ist, die wir zur Verfügung haben, würde ich glaube ich sogar beide nehmen. Nicht zu tief, als sonst könnte es sein, dass ich irgendwie noch an den Schienen entlang streife. Was auch unpraktisch. So ganz gerade ist es wohl nicht. Naja, scheiß drauf. Voila, einschreien. Sonst noch ein paar Dinge. Nehmen wir an, dass das hier zugemauert wurde. Also kann ich hier sowieso nicht anders irgendwie rein. Ja, sonst nichts. Gut. Das muss man noch auseinanderknollen, aber egal. Open the shrine, please. And go in. Das wäre dann nach Adam Riese unser 137. Schrein, den wir machen würden. Nein, wir haben eine Stärkeprüfung. Scheiße. Ja, ist gut. Ich weiß, wie die Dinge funktionieren. Ich hasse sie. Nacktes Überleben. Oh, wie viele gibt es denn denen noch? Unter Strom. Ja, sehe ich raus. Oh, mal angesehen. Tatsache. Schilde. Hat den schon darauf packen, die kommen ihm hier rauf. Komm her, Toro, Toro! Oh.
Also noch einer. Au! Daneben! Und da hat er was verloren. Noch 5 Stück. Besser als nix. Ja, sollen sie noch kommen. Oh, eine stärkere Variante. Kann sie nicht tun. Ich kann alles, wenn ich will. So. Also, wir bringen zwar nicht, jetzt wären natürlich die Fragen, ne? Loggen die jetzt einen nach dem anderen aus einfach, oder? Also, da können wir irgendwie. Nein, du hast nichts gesehen. Denkst du, hast was gesehen? Servus! Oh, den Deckenschuh nehmen kann ich Trottel. Ja! Hallo, die Herren. Hier sind ein paar zu viel hier, ne? Ja, den Denksprung nehmen müssen, Trottel. Was geht's denn hier so? Oh, kein Problem, hat er gegenseitig platt, da bin ich dagegen. Aua! Von Gobian. Hey, wo ist denn. Machen wir das Teil dort aktivieren oder was? So. Keine Steine werfen hier. Da ist unhöflich. Das tut man nicht. So, das war ja der Typ da, der die Elektrowaffe hatte. Logischerweise nehme ich sie jetzt. Na, was machst du jetzt, ne? Tschüssi. Es hat dir neu gestattet, Werkzeug zu verwenden. Der ist eh fertig jetzt. Wofür war jetzt das coole Ding da in der Mitte? Muss ich erstmal gucken. Der ist unter Strom. Wenn ich ihn hier einsetzen soll oder was? Who knows? Hm. Man kann ihn auf eine Waffe packen sollen und so, ne? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ging ja auch so ganz gut. Elektromedizin mit Elektroschutz. Ja, kann man immer gut gebrauchen. Möge es dir Kraft schenken. Wo sind meine ganzen gelben Extraherzen hin?
Haben die jetzt irgendwie selber gekillt oder haben sie mir die aufgeklaut? Als ich in den Schrein hineingegangen bin. Frech sowas. Äußerst unhöflich. Naja. Dann mal gucken. Nehmen noch ein paar Pilze mit. Hübscher Pilz. Dann würde ich sagen, eine Etage höher bitte. Jetzt müsste theoretisch dort, wo wir schon mal waren. Ja, genau. Jetzt war ich hier drin schon mal. Da ist auch schon mal was. Zum Schrank kommen wir aus jeder Zeit wieder. Da drüben, das fehlt mir noch. Da kommen wir, gehen wir gleich mal hin. Kapsel muss ich nicht mehr machen. Nee, ich gucke gerade mal, ob es andere Dinge hier gibt. Nee, da ist da unten. Die Plattform dort, da waren wir schon. So. Aber ich muss ihn noch killen, ne? Damals zu lange das so zu machen. Gehen wir kurz nach oben. Huch. Als Aufstieg. Oh, dein Ernst. Spiel, what are you doing? Ja, da war ich ja schon mal. Aber nur kurz. Macht die eigentlich irgendetwas oder? Er darf nur. Sie darf nur da. Ja, das bringt nicht viel. Aber warte mal. Bei denen haben wir noch nie die Jagdknospe eingesetzt, ne? Ja, das lohnt sich ja. Ja, komm, nochmal schön rausstrecken. Nicht du, der da. Ah, nicht lang genug, ne? Ja, kann doch Bogen bringt es halt doch, ne? Na toll. Falsche Seite, Tulin. Ja. Geht auch so. Über Stock und über Stein, lalala. Kann ich laufen? Nee. Da warst du aus. Oh, obwohl. Nee. Ich mag keine alten Holzschilder. Nein! Ein paar Pfeile, 115, ja doch, müssen reichen. Switchen. So. Haben wir eine brauchbare Truhe.
Hochleistungsbatterie. Boah. Ein Konstruktbogen. Tasche leider schon voll. Ein Schwammbogen drauf. Wobei. Ey, weißt du was? Ich schmeiß den weg und den Schwammbogen nur zurück, weil den brauche ich dann wieder für Revalisbogen eigentlich, ne? Aus Naniumlanze. Das hat das andere Ding noch in sich, ne? Das andere vier. Ich wundere, weil irgendwie eine Truhe fehlen würde. Ja, ist ja gut da oben, meine Güte, wenn man mal rumblitzen ist und so. Frech sowas. So, da bin ich und nun. Eine tolle Blitzrüstung hier anziehen. Wo war sie hier? Na gut, okay, aber wozu? Überlegen, weil also mal noch darüber gehe. Das ist so gedacht, dass ich das Ding hier nutze, damit ich darüber kann. Nehmen, da komme ich ja. Nee, doch nicht. Junge, verwirrend hier alles. Wollte ich nicht erstmal noch darüber? Ist es das Ding? Das kann passen, ne? Okay, noch ein Raubschleim. In ein seltsames Areal hier. Ich kann mich reinbomben. Na gut. Freunde, würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Erst ein paar gehen da mal rein und gucken, was denn da so abgeht und wozu das gut sein soll. Wir können auch mal hier so Naniumlanzen noch ausrüsten, ein bisschen mehr mit Lanzen zu arbeiten. Warum auch nicht? Und nehmen wir jetzt nicht ganz nicht das Teil. Ja, passt auch. Und dann gucken, welche Geheimnisse uns in der nächsten Folge noch erwarten, ne? Okay, dann wird so viel gebraucht, das plus 35 nicht gerade so viel. Die haben wir nur deswegen gemacht, weil ich ein bisschen Platz brauchte damals. Aber ja. Dann sprengen das Ding dann mal auf, gucken, was der Abschleim so versteckt und so. Und dann würde ich sagen, kann man dann vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben, eine nächste Folge mal irgendwo hier drüben an, wo wir mal erfahren, was das Ganze hier soll, ne? Wenn wir hier einen Schrein haben, vielleicht haben wir hier drüben nochmal einen. Wer weiß, wir werden sehen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.